Meine treuen Gefährten des Couch Gaming, wir spielen Skyrim. Wir sind hier wieder im Valmer Inn. Wir waren bei den Graubärten. Und in der letzten Folge haben wir uns noch, als wir hier zurückgekommen sind, Kultisten angegriffen, liebe Freunde. I think I saw it again. That ghost. It was over by the barrows. That thing's evil, Linley. I told you to keep away from there. I'm sorry. I was curious. I didn't believe the stories. I won't go over there ever again. See that you don't. I promised to keep you safe, and I'm not going to break my word. Gut, also wo war ich? Kultisten haben uns angegriffen und nun ja, sie nannten uns False Dragonborn. Falscher Dragonborn. So haben sie uns genannt. Nun ja. Dann haben wir sie getötet. Haben wir jetzt da irgendwie noch ein paar Punkte? Mal gucken. Wer weiß. Ja, ist doch schon einiges zusammengekommen. Mal gucken, was wir denn so... Ich würde mal sagen, Sneak ist eine geile Sache. Wenn wir die hochbringen, wird uns sicherlich helfen. Und ich würde mal sagen, wir machen uns wieder so ein bisschen auf den Weg. Denn, ja, das ist so ein bisschen, macht einen so ein bisschen fertig. Wir waren auf einem, auf dem Berg. Und ja, wir haben ein paar neue Schreie beigebracht bekommen von den Greybeards und... Naja, müssen wir alles erstmal verarbeiten, müssen wir erstmal uns davon erholen, ist ja doch ziemlich anstrengend. Und ich würde mal sagen, wir gehen, ja, nach Riverwood, das ist doch was Schönes. Und dann entspannen wir uns da. Wer weiß, vielleicht gehen wir ein bisschen jagen. Und ja, brauchen noch mal vielleicht ein paar Potions, ne? Dass wir da so ein bisschen noch mal Übung drinne bekommen. Ich denke, das würde sich lohnen. Sind wir hier auf dem richtigen Weg? Steht. Ich kann es nicht. Ich kann es kaum lesen. Ich glaube, da steht Helgen. Nun gut, dann gehen wir mal weiter. Was? Da vorne ist eine Spinne. Dich werde ich schon noch erwischen, du. Mistvieh. Tja, erledigt. So, ein bisschen. Hast du super hinbekommen, Lydia. I've got your back. Aber wie geht's dir denn jetzt? 190 nur noch? Naja, das geht ja noch. Gut. Lead on.
Müssen wir ihr nochmal sagen, wie wichtig sie denn für uns ist? Ich meine, sie muss ja nicht unbedingt sterben, ne? Haben wir ja nicht nötig. Und ja, ich muss wirklich sagen, mit der jetzigen Einstellung von der EMB gefällt mir das ziemlich gut. Wir haben ja immer noch diese Farben drin, aber sie sind eben sehr dezent. Und das mag ich. Oh. Ladea, da gehen wir doch mal rein. Scheint verlassen. Eine kleine Hütte. Mhm. Und hier hat jemand irgendwie... Hier wurden Alchemiezutaten angepflanzt. Okay. Oh, ein Journal. Das lesen wir uns doch mal durch. Hierher zu kommen war eine großartige Idee. Die hier wachsenden Pflanzen haben sehr viele Eigenschaften, die ich zu neuen Tränken verarbeiten konnte. Die reichhaltige Erde hier hat dafür gesorgt, dass meine Setzlinge sich zu prächtigen Pflanzen entwickeln konnten. Ich glaube, heute Nachmittag gehe ich nochmal los und sammle Pilze. Mein bisheriger Vorrat geht langsam zur Neige. Persönliche Anmerkung. Ich habe meine alchemistische Arbeit von drinnen nach draußen verfrachtet. Mir ist aufgefallen, dass die Mittagsluft meiner Gesundheit zuträglich ist und meine Arbeit beflügelt. Ja, ist doch schön, wenn der hier so friedlich seine ganzen Pflanzen macht und seine Alchemiearbeit verkauft er bestimmt irgendwie im nahen Dorf, in irgendeinem Dorf hier in der Nähe oder so. Hat vielleicht ein paar Händler oder so, weil hier, er hat ja sich schon ein bisschen was aufgebaut. Mhm. Oh, und... Tja. Okay. Ja, irgendwie gibt's hier nicht so wirklich interessante Sachen. Laufen wir mal weiter. Huh? Hey, wer bist du denn? The mercy of Stendar does not extend to Daedra worshippers. Aha, okay. The vigil will be watching you. Okay, okay, dann ist ja alles in Ordnung. Help! You never should have come. Den haben wir erwischt. Okay, das den Pelz nehmen wir natürlich mit, liebe Freunde. Das können wir ja alles noch tragen. Oh, eine Ziege. Eine Ziege, hat die vielleicht Fleisch dabei irgendwie? Ja. Und ein Pelz, na, der ist aber auch nicht der Rede wert, so wenig wie der wert ist. Sehr schön. Lydia kommt auch mit. Ein Elch, ein toter Elch. Okay. Einmal den Pelz mit. Ich denke mal, dass
Müssen wir nicht unbedingt mitnehmen, obwohl wir hatten doch hier irgendwie noch... Genau, Holz. Lydia? I've got your back. I am at your command. Du könntest vielleicht mal wieder das Holz nehmen. Damit würdest du mir sehr helfen. Gut, und was noch? Was könnte sie noch nehmen? Ja, die ganzen Pelze vielleicht noch. Jedenfalls ein paar. Obwohl, sie kann ruhig alle nehmen. Das ist ja auch in Ordnung für sie. You lead, I'll follow. So, und dann können wir nämlich nochmal ganz bequem hier das ganze Venison nehmen. So. A furious snowstorm draws near. Oh, Lydia, das ist nicht gut. Das Wetter verschlechtert sich gerade und... Was seid ihr denn für Typen? Hail, friend! It's good to see another merry soul enjoying this fine day. Ah, but you look tired. Come, share a bottle of hunting brew mead with me. Eigentlich sind wir gerade auf Reisen. Nee, tut mir leid. Cheers, my friend. May your adventures find fame and fortune. Ja, wir müssen weiter. Das Wetter verschlechtert sich. Und ich würde doch zu gerne noch in Riverwood ankommen. Gibt's hier irgendwo entlang? Ich glaube hier. Das sind ja schon dunkle Schluchten. Es wird ja alles kalt. Oh. Eine Höhle. Nein, die müssen wir jetzt erstmal nicht reingehen. Ist erstmal wichtiger, dass wir hier durch diesen Schneesturm kommen. Grauenhaftes Wetter. Ich nehme besser mal die Laterne mit. So. Freunde, das ist ein heftiger Schneesturm. Ein Trupp Sturmmantel-Rebellen. Okay, da habe ich das doch noch eben gesehen, im etwas sanfterem Licht. Ja, da sieht man es. Helgen. So. Hier sind wir also in der Nähe von Helgen. Oh Mann, mit diesem Schneesturm hier kann man wirklich kaum etwas sehen. Es ist unglaublich. Oh. Okay, wir kommen wieder aus dem Schneesturm raus. Dann ist ja wieder gut. Dann ist ja alles in Ordnung. Und hier haben wir Helden. Lydia, da werden wir mal reingehen. Mal gucken, wie das da drinnen aussieht. Das macht hier einen nicht so freundlichen Eindruck.
Lydia, bist du bei meiner Seite? In Ordnung. Die haben wir nicht. Your kind has no place here. Den kriegen wir nicht. Was ist hier los? Sehr gut, Lydia. Du hast sie alle erwischt. Sind hier vielleicht. Da vorne ist noch so einer. Da. Oh, den haben wir erwischt. Den haben wir sauber erwischt, liebe Freunde. Es war ein Khajiit. Der hat einen Staff of Zombies. Nee, sowas brauchen wir nicht. Potion of Strange. Was macht hier diese Geräusche? Ah. Now ain't this a surprise. Oh, da ist wohl jemand. Wie kommen wir da hin? Hier sind noch ein paar von meinen Pfeilen. Sehr schön. Ja, hier geht's doch lang. To run off. Is someone there? Damn! Oh, den haben wir gut erwischt. Was? Wo? What was that? Ich komme hier nicht weg. Can't wait to count out your coin. Are you prepared to die? Wir haben keine Pfeile mehr. Verdammt. Müssen wir wohl mit unserem Schwert arbeiten. You'll pay for that. Nee, so geht das nicht. Oh, verdammt. Die wird uns sowas von töten. Ah, gut gemacht, Lydia. Damit hast du mir echt geholfen. Ja, das ist immer so die Gefahr, wenn wir einhändig arbeiten. Also kämpfen. Dann stecken wir natürlich auch extrem viel ein und das können wir zurzeit noch nicht. Deswegen sind wir auch mehr so dieser schleicherische Typ. Lieber einen Hinterhalt planen und viel Zeit investieren, anstatt hier irgendwie ja, draufkloppen und es dann nachher bereuen. Nicht wahr? So. Da vorne haben wir doch noch jemanden. Den looten wir natürlich ebenfalls. Mal gucken. Der hatte noch einen Steel Arrow, den wir abgeschossen haben. Das ist sehr schön. Und was? Oh, hier sind noch Coin Purse und eine Healing Potion. Hide from me. Der scheint hier im Turm zu sein.
Okay. Wir haben wieder ein paar Pfeile, es sind aber auch nicht wirklich viele. Come on, show yourself. Ich würde mal sagen, den da oben, den versuchen wir noch einmal. Aber zuvor machen wir noch einen Quick Save. Und dann versuchen wir den mal zu kriegen hier. Wo auch immer der sein mag. Ich glaube, der ist hier ganz oben. Ganz oben im Turm. Und ja, man hat hier schon eine ziemlich gute Aussicht. Naja. Never enough gold. Just need one good haul. Gut. So, wir müssen uns hier natürlich anschleichen. Oh, was hat der denn hier für eine... Oh, yeah! Gonna rip you open. Verdammt. You're dead, dead. Das ist überhaupt nicht gut. Where are you? Okay, er hat uns verloren. Was für ein Idiot. Kann uns nicht mal durch den Turm folgen. Ah, da ist er an seinen Verletzungen gestorben. Da habe ich ihn doch gehört, wie er da aufgeschrien hat. Ja, dann laufen wir da nochmal hoch. Ja, hier ist er, hier liegt er. Oh, und er hatte ganz viele Pfeile dabei. Sehr schön, dann haben wir wieder ein paar. Die hier nehmen wir auch nochmal mit. Und eine Kiste, das ist doch sehr schön. 50 Goldstücke, die nehmen wir dankend an, wer auch immer die da reingelegt hat. Vielen Dank. So. Und dann, wo ist Lydia? Die sollte doch hier irgendwo sein. Wir suchen noch kurz Lydia und dann... Ah, hier ist sie ja. Gut. Und dann würde ich doch mal sagen, sehen wir uns auch in der nächsten Folge, wenn es erneut heißt Skyrim. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet.